Wenn Sie noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen haben, dann geht es Ihnen genauso wie meinem Kollegen Harro Füllgrabe. Aber der hat Glück, denn wir haben ihn nach Schweden geschickt, in den größten Supermarkt der Welt. Und was er dort jetzt in der Vorweihnachtszeit so alles erlebt hat, wir zeigen es Ihnen. Vorweihnachtszeit im größten Supermarkt der Welt. Wer hier seine Geschenke besorgt, der steht schon morgens Schlange. Und zwar kilometerlang. Ich bin total überfordert jetzt schon. Weihnachtswahnsinn bei Gekos und Harro mittendrin. Zusammen mit 25.000 anderen Menschen jagt er Geschenke zum Schnäppchenpreis. Das ist echt krank. Harro taucht ein in die skurrile Megamarktwelt. Chef Boris weiht ihn in die Geheimnisse seines Universums ein. Denn Harro kauft nicht nur ein, er muss auch selbst mit anpacken. Jetzt geht's fix. Ich weiß gar nicht, was los ist. Er lernt Jobs kennen, von denen er noch nicht mal wusste, dass es sie überhaupt gibt. Im schwedischen Nirgendwo, 1,5 Stunden südlich von Göteborg, liegt der Supermarkt der Superlative. Gekos ist so groß wie 4 Fußballfelder und hat insgesamt 3000 Parkplätze. Samstagmorgen in Ullared. Gefühlte Temperatur 5 Grad minus. 6000 Einkaufswagen stehen für die Besucher des Megamarktes bereit. Harro ist für seinen Weihnachtseinkauf heute extra früh aufgestanden. Guten Morgen. Weihnachtszeit. Weihnachtsgeschenke wollen gekauft werden. Und dafür bin ich jetzt hier in Schweden. 6 Uhr morgens. Und komischerweise sind schon Leute da. Also normalerweise macht der Markt hier, und zwar der größte Supermarkt der Welt, erst um 7 Uhr auf. Aber wie man sieht, muss ich mich beeilen, damit ich vor denen in der Schlange bin. Alter Schwede, ist das bekloppt. Und Harro scheint nicht der Einzige zu sein, der die Idee hatte, früh hierher zu kommen. Morning! Hallo! Was zum Teufel macht ihr hier? Hä? Shopping! Aber es ist doch noch gar nicht offen. Okay. Wie lange seid ihr hierher gefahren? 5 Stunden. Ihr seid 5 Stunden gefahren? Also seid ihr um 11 Uhr abends los? 10. Um 10 seid ihr losgefahren? Ja, wir alle hier. Okay, danke, okay, ich muss mich da hinten anstellen, oder? Also, viel Glück. Eine Anfahrtszeit von 5 Stunden ist hier nichts Besonderes. Durchschnittlich nehmen die Besucher für ihren Einkauf eine Strecke von 230 Kilometern in Kauf. Die meisten kommen aus Schweden, aber auch aus Norwegen und Finnland, pilgern die Supermarktfans hierher. Hey, das Ende der Schlange ist erreicht. 6.20 Uhr. Harro überbrückt die Wartezeit mit neugierigen Fragen an seine Hintermänner. Ist das deine Geschenkeliste? Ja. Sag mal, warum warten denn hier all diese Menschen und so früh? Hier ist es einfach billiger als sonst wo. Okay. Und diese Schnäppchenpreise locken scheinbar halb Schweden frühmorgens nach Ullared. Ich bin jetzt schon gespannt, wie das da drin sein wird. Ich habe eine Liste, eine Weihnachtswunschliste. Und ich werde mir auch ein bisschen angucken, wie die Arbeit da drin funktioniert. Und ich hoffe, ich stehe das durch einen ganzen Tag. Boah. 6.40 Uhr. Geschäftsführer Boris Lennerhoff managt den Supermarkt seit 15 Jahren. Und er öffnet Gekos heute etwas eher. 20 Minuten vor der offiziellen Öffnungszeit strömen die ersten 1000 Gäste in den Markt, inklusive Harro. Auf seiner Einkaufsliste stehen Nagellack für die Freundin, eine Handtasche für Mama, eine Bohrmaschine für Papa, Spielzeug für den Neffen und Süßigkeiten. Wie lange wird er brauchen, bis er alles zusammen hat? Oh mein Gott. Ich bin total überfordert jetzt schon. Noch dazu hat er keine Ahnung, wo er eigentlich hin muss. Weißt du, wo es hier einen Plan von dem Laden gibt? Die junge Dame weist ihm den Weg. Doch da erwartet Harro schon die nächste Überraschung. Aber täuscht das jetzt, oder? Das ist alles auf Schwedisch. Tja, dann sollte Harro wohl besser schnell Schwedisch lernen. Sonst könnte die Orientierung schwierig werden. Bei 100.000 verschiedenen Artikeln. 7 Uhr. Der Einkauf beginnt. Harro muss sich beeilen, denn er soll hier später noch mithelfen. Was haben wir? Nagellack.
Nagellack. Im Eingangsbereich verkauft Gekos Drogerieprodukte, die jeder braucht. Nagellack müsste es dann ja genau hier geben. Nur wo? Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo ich Nagellack finden kann? Colors? Because I don't. Das ist alles Schwedisch, ey. Ich kann das nicht. Ah, okay. Thank you. Perfect. Ich glaube, dann muss ich da lang. Dieser Mann war scheinbar schon öfter hier. Nagellack in allen Farben und Größen. Die Frage ist nur. Was wollte sie denn für eine Farbe? Bei einem Preis von knapp 2 Euro pro Fläschchen kann man ja eine kleine Auswahl einpacken. Drogerieabteilung, unverschämt groß. Okay, pass auf, mach mal weiter. Da Frauenabteilung, Handtasche. Handtasche. Insgesamt hat Gekos 20 verschiedene Abteilungen. Von Kleidung über Spielsachen, Elektronik und Werkzeug bis hin zu Lebensmitteln. Hier gibt es fast alles. Auch eine eigene Abteilung für Taschen und Koffer. Über mangelnde Auswahl kann sich Haro nicht beklagen. Das ist mir zu viel. Ist das für einen Mann oder eine Frau? Eine Handtasche für die Mutter findet er nicht, dafür eine für sich. Ich nehme die. Der Supermarkt erstreckt sich auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern. Und das nicht nur auf einer Etage. Ein Stockwerk tiefer gibt es einen ganzen Baumarkt. Bohrmaschine für Papa. Check. Und Spielzeug für den Neffen. Weltweit verkauft Gekos am meisten Lego für mehr als 100.000 Euro an nur einem Wochenende. Hallo. Hey. Das Angebot ist riesig. Es gibt nur eine Regel. Die Artikel müssen in ein Auto passen. Achtung! Deshalb verkauft Gekos keine Möbel oder Flatscreens. Dort, wo im Sommer Grills stehen, herrscht jetzt Weihnachtsstimmung. Seit September gibt es hier Weihnachtskugeln, Lichter und Nikoläuse. Wow. Ein paar Bonbons aus der Lebensmittelabteilung für den Nikolausstiefel. Check. Dann hat Haro seine Liste endlich abgearbeitet. Doch das war noch der entspannte Teil des Tages. Boah, das sind jetzt so circa 2,5 Stunden gewesen. Ich bin fix und unfassbar. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles, was ich holen wollte und noch mehr, weil das hat alles verleitet zum Zugreifen. Aber das ist schon immens groß hier. Wie funktioniert solch ein Markt der Superlative? Das will Haro von Geschäftsführer Boris wissen. Doch den muss er erst einmal finden. Unter 1000 anderen Besuchern kein leichtes Unterfangen. Auf seinem Weg durch den Markt hört Haro plötzlich etwas. Du hast ja ein Blau, oder? Brauchen wir noch eine blaue Decke? Ja? Ich spreche Deutsch. Kommt ihr aus Deutschland? Ja, also wir wohnen hier. Ah, hallo, ich bin der Haro. Familie Nylund lebt seit 8 Jahren in Göteborg. Claudia kommt aus Hamburg, ihr Mann Thomas aus Finnland. Die beiden Kinder Alexia und Jonas sind in Schweden geboren. Heute ist die Familie auf der Suche nach Weihnachtsdeko, einem Mixer und Geschenken für die Kinder. Wie ist denn euer erster Eindruck hier? Ich finde, also mich erdrückt das ja schon fast. Also ich muss sagen, als Dorfladen ist er unglaublich groß. Ja, alles klar. Aber wir. Und seid ihr zum ersten Mal hier? Ja, hier sind wir wirklich zum ersten Mal. Wir hatten immer davon gehört. Kollegen von uns, Freunde haben da erzählt. Aber wir dachten, jetzt für die Weihnachtseinkäufe probieren wir das mal aus. Haro würde sich gerne länger unterhalten und verabredet sich mit Familie Nylund zum Mittagessen im Restaurant des Supermarkts. Bis dann. Tschüss. Doch wo ist Geschäftsführer Boris? Vielleicht weiß es einer der Angestellten. 1700 Leute arbeiten bei Gekos. Das sind doppelt so viele, wie der Ort Ullared Einwohner hat. Haro fragt nach dem Chef. Der große Boss hier heißt Boris. Gibt es eine Chance, dass ich den irgendwie treffen kann? Ja, ich kann ihn gleich anrufen. Ah, super. Ob Boris an solch einem stressigen Tag Zeit für Haro hat? Er ist gleich da. Super, kann ich dir inzwischen helfen? Zur Adventszeit herrscht in der Spielwarenabteilung Hochbetrieb. Spielzeug ist der meistverkaufte Artikel im Markt. Wenn hier nicht den ganzen Tag über aufgefüllt wird, wären die Regale schnell komplett leergeräumt. Und das würde dem Chef ganz und gar nicht gefallen. Hallo, hier bin ich. Schön, dich kennenzulernen, Boris. Du hast schon mal angefangen? Danke. Du kannst direkt loslegen. Ich wollte ein bisschen helfen. Hier kümmert sich jeder darum, dass alles immer schön aufgefüllt ist. Stunde um Stunde, Tag für Tag.
Eine Sache ist Haro bei seinem Einkauf aufgefallen. Anders als in anderen Kaufhäusern erinnert hier kaum etwas an das nahende Weihnachtsfest. Weihnachten steht vor der Tür, unheimlich viele Spiele, Spielzeug wird verkauft. Aber wie ist das überhaupt mit der Deko für Weihnachten? Ich sehe hier nichts. Warum habt ihr das nicht? Der Kunde ist hier zum Einkaufen. Das heißt, er will Produkte, Produkte, Produkte sehen. Dekoration hilft da nicht, sondern ist nur Zeit- und Geldverschwendung. Sonst würden die Kunden ja nur noch so laufen. Ja gut, okay, das kann ich verstehen. Gibt es da auch andere Arbeiten, die hier gemacht werden, wo ich ein bisschen helfen kann? Einen willigen Helfer kann Boris immer gebrauchen. Doch plötzlich rennt der Chef los. Okay. Jetzt geht's fix. Ich weiß gar nicht, was los ist. Gekonnt schlängelt sich Boris durch die vollen Gänge. Haro versucht Schritt zu halten. Hey Boris, warum beeilen wir uns so? Es sind zu viele Menschen im Markt. Wir müssen schließen. Hä? 10 Uhr und es sind im Moment ungefähr 7500 Menschen hier drin. Schließen? Wie viele Besucher sich im Markt aufhalten, wird per Infrarotmessung ermittelt. Ein Computerprogramm rechnet dann alle 10 Minuten die aktuellen Besucherzahlen hoch. Im Moment kaufen exakt 7.424 Kunden ein. Zu viele. Gekos muss aus Sicherheitsgründen auf unbestimmte Zeit schließen. Ausgerechnet an diesem Adventssamstag ist die Grenze viel schneller erreicht, als Boris gedacht hatte. Nach nur 3 Stunden. Aber es gibt kein Gedränge. Die Leute warten geduldig in der Schlange. Do the people know why you close? Also wissen die Leute, warum du schließt? Die verstehen das. Aber die Schlange ist ganz schön lang. Heute ist das bestimmt mehr als 1 Kilometer. Und sie werden etwa 2 Stunden warten müssen, bevor sie rein dürfen. Warum sind die eigentlich so ruhig? Ich meine, wir haben gerade zugemacht, die dürfen nicht rein. Und trotzdem ist es sehr relaxed, die ganze Situation. Sie sind entspannt, weil sie wissen, dass sie auf etwas Tolles warten. Und während dem Warten werden sie immer aufgeregter, wenn sie endlich in den großen Tempel, den Shopping-Tempel, hinein dürfen. To the big temple. Shopping temple.